Jojojo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Plants vs. Zombies hier mit dem letzten Charakter, den ich freigeschaltet habe, und zwar dem Golfstar. Dabei auch wieder der Markus. Hallöchen. Hallo. Ribbisser, Feierribbe. So sehe ich das auch. Was nehmen wir denn hier Cooles? Irgendwas Cooles? Fähigkeiten, Tackling, ja, da lasse ich im Normalfall die Standardsache drin. Dann würde ich sagen, auf, let's test Golfstar. Okay, seine Feuerrate ist auf jeden Fall schon mal sehr hoch, auch ohne Upgrades. Dann tun wir gleich mal was Gutes hier. Wiederbelebung raushauen ist immer nett. Sperrfeuervorlage. Der hier hat auch den Golfstar, also Golfstar Army. Hinter mir ist nicht. Fucking Schnapper. Was war das jetzt? Hä? Fucker, ey. Kommt da von hinten und schießt den Plasma-Disruptor ab. Alter. Teams sind beide voll. Das ist doch schon mal gut zu hören. Für die Aufnahme die perfekte Grundlage. Dass es auch mal gut läuft. Na, endlich habe ich die Aufgabe nicht mehr geschafft, Alter. So macht er das. Ach komm, mein Wicht hätte den jetzt ruhig töten dürfen. Der lag doch direkt neben ihm, nachdem er mich gefressen hat. Das hätte ich jetzt ruhig noch wegfetzen können. Ey, ihr mal mit euren scheiß Camper-Schnappern, ganz ehrlich. Ihr kämpft schon wieder mit zwei Schnappern am Teleporter. Übelst nervig, wenn du rauskommst und direkt zwei Schnapper an deinem Arschhängel hast. Ich hab nur diese Scheiße, was ist das, Alter? Da bist du, oder? Ja. Schon wieder vor dem Schnapper und dein Team besteht irgendwie nur aus Schnappern. Ich hab die ganze Zeit von hinten von Schnappern weggeholt. Vor allem ist interessiert mein Team nicht. Ich bin der Vorderste vom ganzen Team, der läuft. Ich werde von hinten gefressen und der Rest des Teams interessiert sich die Scheiße dafür, dass da ein Staffel hinter mir herläuft. Komm. Also auf Distanz. Ja, okay, der Schaden ist akzeptabel. Dreier Schaden auf Distanz. Die Schussrate macht es halt gut. Und auf Nahkampf mache ich auch mehr Damage. Ich muss sagen, er kann sich schon sehen lassen. Jetzt gehen wir weg da, da machen wir nämlich so ein Schild hin und hier machen wir so ein Schild hin und den tackeln wir weg. Jo, die ganzen Erbsen habe ich jetzt weggeholt, nachdem ich den Schnapper da losgeworden bin. Vor allem wieder der Markus da oben am Campen. Ich nenne das taktisches Kämpfen. Haha, ich hab dich geheadshottet. Sperrfeuervorlage habe ich bekommen. Ah, scheiß Feuer. Fusseldaten, Alter. Kriegen so auf. Ja, die treffen ja, halt so übel genau. Und ich capture die Garten hier mal wieder. Wer sonst? Ahnung.
Wurde ich gerade eben von dem Verbündeten mit einem Megafon paralysiert? Ohne Scheiß. Ich habe den Dreier Abschlussserie. Und trotzdem holt mich jetzt der dritte Schnapper. Ich hol zwei Schnapper weg, hol den Gesetzeserbse weg und dann kommt der dritte Schnapper und tötet mich. Nein, ich will weiter der hier bleiben. Ich habe mich verkliegt. Es kann doch nicht sein, dass dein Team nur aus Schnappern besteht und damit durchkommt. Und deine Scheiß auf aus Wissen Allstars. Allstars ist die perfekte Angriffseinheit. Weil es einfach viel mehr aufstellt. Ja, genau deswegen. Jo. Jo. Es explodiert einfach direkt hinter der Sonnenblume mit Wichtkick, die nur 11% hat und sie überlebt. Ich muss doch Sonnenblume mit Wichtkicks töten. Das könnt ihr mir doch jetzt nicht antun. Yes. Nein, ich habe ihn nicht nur aus der Erde rausgetackelt bekommen. Ich habe nur noch die Sonnenblume getötet. Weil es so lange gedauert hat, bis ich richtig gespawnt bin. Das ist doch nervig. So, jetzt habe ich ihn weggeholt. Du musst daraus das töten in der Sitzung, das wird wahrscheinlich nicht so schwer sein. Ja, das könnte der Sitzung hier easy werden. Das ist immer nervig in Sitzungen, wo einfach keine Oysters so rennen. So, mal wieder ein Heilzombie. Allstar mit Heilzombie ist auch eine ziemlich miese Kombi, finde ich. Jetzt ist der Heilzombie nur noch anfangen zu heilen. Er ist tot. Komm schon. Das backe ich natürlich, weil ich zu groß bin, da an dem Dach rum. Verbündete tut mich natürlich auch keiner wiederbeleben. Warum auch? Unser Team ist okay eigentlich. Careful macht diesmal auch einen besseren Job wie letzte Runde. Jetzt ist natürlich genau in dem Moment, wo ich drüber laufe, der Teleporter kaputt. Aber der Kaktus, der hier in der Ecke kämpft, wird jetzt sterben. Ah, hinter mir, du schon wieder. Ich habe aber irgendwie einen Zaun gebackt. Ich konnte nicht vorwärts, ich konnte nicht rückwärts. Ich musste erst den ganzen Zaun wegschießen, damit ich mich bewegen konnte. Ey, diesmal macht mein Team wieder einen Scheißjob, ne? Der Kaktus wurde runtergeholt. Jo, das Tackling hat ihn natürlich nicht erwischt und der wiegt auch nicht. Hecke. Ist das beides durch ihn durchgeflogen. Mein Tackling, ich tackle durch ihn durch. Der Wicht fliegt einfach durch ihn durch. Nice. Und selber trifft er mit jedem Schuss. Das ist schon echt Talent, muss ich sagen. Aber es sieht cool aus, wie die Waffe sich dreht beim Schießen, muss ich sagen. Die Schläger da vorne. So, mein Kill, den klaust du mir nicht. Natürlich, wenn ich versuche, einen wiederzubeleben, respawnt der natürlich. Diese Leute verstehe ich auch, immer wenn du es dann so halben Zentimeter vor fertig wiederbelebt bist, respawnen sie. Vielleicht wollen sie Charakter wechseln. Da wollen aber die Leute oft Charakter wechseln, für das, dass sie die ganze Zeit denselben Charakter spielen. Können sie das nicht, oder was? Sind sie zu blöd zum Charakter wechseln?
Jetzt Freck, Alter, ohne Scheiß. Hinter dir ist schon wieder eine halbe Armee und deckt dich. Nee, nur eine Sonnenblume. Ja, vor allem diese Sonnenblume, Alter. Das ist eine halbe Armee. Natürlich hat eine Mega-Kanone weggeholt. Und ohne Scheiß, mein Team ist noch kein einziges Feld gehabt. Es war noch nie eine Pflanze im Garten irgendwie. Oder maximal eine. Meinst du, mein Team hätte mal angefangen einzunehmen? Was war das jetzt? Ich tagge ja den Garten und auf einmal hänge ich im Himmel. Okay, das war ein sehr eigenartiger Flug und eine sehr eigenartige Runde, was ich sage. Ja, 17.000. Ah, ich habe 6.000. Ja, weil ich den Levelaufstieg habe. Aber jetzt auf der Lawn. Ja Leute, ich würde sagen, wir hängen am besten noch mal eine Runde mit dem Golfstar dran, weil gerade hier hat man recht wenig davon gesehen und wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao. Jo, Leute, und weiter geht's. Ich bin Golfstar, Markus ist... Inchi. Ja, Elektriker. Elektriker mal wieder. Die Spam-Klasse Nummer 1. Nicht so. Alter, wie viele Pflanzen hängen da unten und wie viele Leute sind gerade in diesen... Boden reingerannt? Hallo, 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 hallo. Jo, er ist tot. Ich verrecke jetzt ständig wegen Giftschaden. Nein, tue ich nicht. Jetzt soll ich rennen. Hinter mir ist nämlich ein Schlapper. Und ich habe nur 5 HP als Allstar. Das geht einiges besser. Nein, jetzt läuft er natürlich nicht hier raus. Ich habe eigentlich erwartet, er kommt hier rausgelaufen. Aber ich hole ihn trotzdem weg. Jetzt brauche ich mal wieder Leben. Und der ist weg. Zack. Schon wieder eine Dreier-Serie und ich renne hier die ganze Zeit mit unter 20 HP rum. Das musst du auch erst einmal schaffen. Dreier-Serie mit unter 20 HP durchziehen und immer halten. So. Und jetzt heile ich mich wieder hoch. Alle Schütze errichtet. Gut. Ich bin auf der anderen Seite, deswegen checkt wahrscheinlich keiner. Ich bin nämlich nicht auf der TP-Seite, sondern ich bin auf der anderen TP-Seite. So, auf der, wo gerade eben keiner ist. Es blickt einfach keiner, dass ich hier drüben abhaus. Obwohl ich sie die ganze Zeit töte. Ich tot von Sledge auf den Lawn. Samurai-Kämpfer da, Alter. Und schon wieder einen weggeholt mit dem Wichtkick. Okay, von wo schießt diese scheiß Gifterbse? Ich hätte bombardiert von einer Gifterbse, ich sehe aber nicht von wo. Jetzt schießt so ein scheiß Orangenkracher-Kaktus auf mich. Multitackling. Lol. Und der ist tot. Den reiß ich mit. Bitch. Oh nein! Okay, 5 Leute im ersten Ding weggeholt, ist eigentlich ganz gut. Sonnenblumen, während deine Gesundheit unter 20 ist, das ist mit dem All-Star verdammt schwer. Erbsenkanone mit der Baseballkanone, Schnapper mit der Baseballkanone und Sonnenblumen mit Wichtkick, also Sonnenblumen mit Wichtkick ist die einzige Mission, die ich hier machen kann, gerade eben. Ansonsten muss ich mal wieder den Baseballstar spielen. Ich denke mal, da wird es demnächst vielleicht auch mal der Folge geben mit dem Baseballstar, wenn ich dann so viele Missionen damit habe. So, den hier weggeholt, den da wiederbelebt. Also ich muss sagen, durch das, dass die Feuerrate so hoch ist, macht es gar nichts, dass der Schaden so niedrig ist. Und vor allem kann ich ja nicht nur kurz feuern, ich habe ja trotzdem eine ziemlich lange Feuerzeit, bis ich überhitze. So gut, den habe ich weggeholt. Dann die Sonnenblume da drüben. Die habe ich weggeholt. Jetzt hat den Kaktus da drüben. Okay, der hat ganz knapp überlebt. Viel Leben kann er nicht mehr haben. Ja, weil sich von oben der Erbsenschalldämpfer eingemischt hat. Sonst hätte ich den auch noch geholt.
Also ich muss sagen, doch, der spielt sich ziemlich schön, der Goldstar. Also jetzt, wo die Teams ausgeglichener sind, macht es auch einiges mehr Bock, mit dem zu spielen. Da kommen wir wieder. Ja, komm schon. Den Typen räume ich weg. Den Typen räume ich weg. Aber wenn ich jedes Mal einfach nur vorrenne und 2 Kills mache, ist das auch okay, weil irgendwann muss unser Team capturen, wenn ich alle töte. Toll. Was ist das? Ach so, das ist der scheiß neue Kaktus, oder? Der letzte auf der Lone, oder was? Ja. Ja, wo das so Damage raus dealt gerade eben. Und dann macht die den Damage. Kaktus verarscht, Schnapper. Und jetzt mischt sich schon wieder dieser scheiß Legends of the Long Kaktus von hinten ein. Ja. Aber mein Zombie hat noch einen Gegner getötet, das ist auch gut. Kartenzombie hat am Puck niedergeschlagen. Okay, langsam sollten wir in den Garten rein. Ja, ich schau mal, dass ich von hinten aufs Baumhaus hochkomme und da einen Wicht reinpfeffer. Versuchen. Oh Mann, jetzt sind sie nicht mehr auf dem Gartenhaus oben. Jetzt sind sie alle hier unten, irgendwo auf der Straße. Wenn sie jetzt noch auf dem Gartenhaus wären, wäre es natürlich geiler. Aber sie kümmern sich alle nur gerade um mich. Sie sind alle so auf mich fixiert, dass ihnen der Rest egal ist. Sie schießen gerade mit 4 Leuten auf mich, jetzt bin ich tot. Ich habe schon wieder einen vorne weggeholt. Ich lenke die Leute hinter... Warum benutzt eigentlich keiner aus unserem Team den Teleporter? Alle laufen. Laufen einfach fast alle. Echt? Ja. Kriegt ihr uns halt Punkte. Boah, fick dich, Erbsenschalldämpfer. Du tötest mich nicht schon wieder. Du bist schon wieder derselbe Typ wie die ganzen letzten 7 Mal ungefähr. Komm schon, Schutzschild. Schutzschild auf. Mann! Leben regeneriert. Wie viel sind das, Alter? Das ist schon viel zu viel im Garten. Ich stehe hier gerade mit 5 HP und Capture. Das ist saugeil. Weil so ein Fasspirat da drüben die ganze Armee ablenkt. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit mache. Nur schafft es dann keiner aus unserem Team reinzugehen und zu capturen. Das bin mal wieder ich, der den scheiß Garten jetzt eingenommen hat. So, und jetzt campen die ganzen Pflanzen noch da drüben. Das heißt, wenn die da campen, renne ich schon mal vor und capture den neuen Garten. Und ich hole doch diesen Kaktus weg. Das ist eine Revenge, die ich haben muss. So, weggeholt. Das musste jetzt sein. Achtung, Schnapper. Ja. Hey, ich muss Schnapper töten. Ja, dann hol ihn dir, der lebt doch. Ich habe ihn doch nur weggetackelt. Ich habe ihn über den Zaun geschossen. Ja, jetzt ist er tot. Aber nicht von mir. Nee, von ihm, von mir habe ich. Von mir. Gut. Gerade noch, Alter. Ja, ich habe ihn weggeräumt. Ich wollte nur den Arsch retten. Hat auch gut funktioniert, oder? Du bist nicht verreckt. Ja, fast. Aber ich bin gefreckt danach, ja. Der hat mich aber eingeschlagen. Der war Ding. Ja, ich meine, wie ich ihn weggetackelt habe, habe ich dir den Arsch gerettet, weil der hätte dich geschleimt und du wärst dran gewesen. Dein Megafon flog erst nach dem Schleim, nach meinem Tackling. Nein. Doch, als der Megafunk einschlug, war der schon weg. Nein. Ich hab den weggeballert. Ballert, Junge. Nein. Doch, ich hab den voll weggeballert. Und ich bin auch dabei voll weggeflogen. Ach, das Megafon war als erstes da, aber ne. Ich war schon übel weit über dem Boden, Alter. Ich bin übel weit hochgeflogen, das war auch so krass. Das war schon wieder so wie der letzten Folge am Ende, wo ich einfach so voll weit weggeflogen bin. Keine Ahnung. So, da hab ich Kick. So, Tackling. Junge, du musst sterben, wenn ich dich tackle und davor abschieße. Nein, du hast noch 83%. Ja. Ich schieße ihm 5 Schüsse rein, tackle ihn und dann dreht er sich um und tötet mich einfach. Und hat er noch 83% live. Schon allein mein Tackling ziemlich über 50 eigentlich. Ja,
Ja, schon wieder so eine scheiß Gifterbse, ey. Ich hab langsam die Nase voll von diesen Spackos. So, der ist in die Luft geflogen. Sind da unten jetzt irgendwelche Pflanzen? Nein, da der Opa den Garten und ich versuche von hier oben Deckung zu gehen. Der Teleporter steht. So, zwei auf einmal weggeholt. Den auch weggeholt, vierer Serie. Also ich habe gerade schon wieder im Garten vier Leute gekillt, ne? Weil ich nur mal angemerkt habe, jetzt müssen wir mal langsam catchern. So, teammäßig. Weil ich muss kein Leben regenerieren, sonst bin ich gleich tot. Und jetzt da hopp, von hinten. So, jetzt von hinten wieder nicht darüber und Tackling durch. Und wieder 5er Serie, 6er Serie. Ich habe gerade eine 6er Serie im Garten gemacht und du wirst mir erklären, ihr habt nicht eingenommen. Hey, das kann doch nicht sein. So unfähig kann ein Team gar nicht sein. Dass wenn ich 6 Leute im Garten wegräume, dass keiner einnimmt. So, du bist tot. Yo, der Wicht fliegt einfach über ihn drüber und nimmt ihn nicht mit, so wie sonst, sondern er fliegt einfach über ihn drüber. Yo, Alter, was in dem Garten abgeht. Jetzt langsam müssen wir rein, weil 50 Sekunden und so. Stell dich mal irgendwo hin und spam rein, du bist Elektriker. Ich hab doch nie von dir einen Schuss im Garten gesehen irgendwie. Ja, weil du entweder tot bist oder nicht da. Ich bin die ganze Zeit da, wegen deinem TP seit neuestem. Bin ich quasi ununterbrochen hier. Mein Kill. Mein Kill. Ja, und ich habe auch 2 Stück gemacht. Im Garten schon wieder. Jetzt capture ich den Garten auch noch nebenbei. Muss ich erst hier einspammen oder was? Dass ihr annehmen könnt. Ja, ja. Wusst du. Das ist deine Aufgabe. Als Elektriker. Also ich war die ganze Zeit drin, aber alleine kann man halt nicht einnehmen, wenn 4 Pflanzen drin stehen. Jo, mein Wicht fliegt schon wieder. Irgendwas stimmt mit dem Wicht nicht mehr. Ich fliege einfach über die Gegner drüber, anstatt sie mitzuschieben. Was sie sonst immer gemacht haben. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Ist irgendwie ganz komisch. Ich blick das neue System noch nicht. Wann es funktioniert und wann nicht. So, dein TP steht. Das ist gut. Da ist der Schab. Junge. Ich tackle auf alles, was sich irgendwie schnappermäßig anzieht. Weil Schnapper sind die, die mich hier die meiste Zeit töten. Oh. Boah, verpiss dich doch, du musst. Und diese scheiß Gifterbse da. Und da ist schon wieder der Schnapper. Und der tötet mich. Und der rennt direkt von deinem TP rum. Nein, mich hat der Splitterschuss doch noch weggeholt über die halbe Map, nachdem ich der Schnapper geschleimt hat. Ja. Hast du den Schnapper? Gut. Ja. Ich jetzt hast du mir den Garten drüber. Ja, ich muss erst mich hier beteiligen, da gegen die 2 Erbsen. So, ja, geh weg. Ja, du bist tot. Background Dancer. Okay, ich platziere uns mal lieber Defense hier. Oh nein, ich schon wieder der Schnapper. Alter, Alter, Alter. Der will mich fressen. Und ich wurde schon wieder direkt von deinem TP von dem Schnapper geholt. Es interessiert einfach keine, dass da andauernd derselbe Schnapper rumrennt. Doch, ich töte ihn. Oh, ich habe einen Vorlage, aber... Ich habe auch eine Vorlage gekriegt. Lol. Zombie-Bodenbombe. Fick dich. Ja, unser Team muss doch mal pushen. Ohne Scheiß, es kommt einfach nicht in die Pötte. Es gibt zwar extrem viele Münzen die Runde und ich habe auch schon 25 scheiß Kills gemacht, aber wir sollten auch mal capturen.
schön wieder rein, da capturen wir wieder. Ja, spam mal du. Ich kümmere mich dann mal um den ärmsten Ding, der deinen TP ausschalten will. Zeig mir, der down ist. Doch, glaube ich, läuft dein TP. Schieß ihn doch. Jo, ich habe ihn. Hinter mir schon wieder so eine Sonneneruptionsstrahl, Sonnenblume. Okay, der Wichtkick war aber so richtig verkackt. Den habe ich tot getackelt, nachdem du ihn gut angedamaged hast. Da ist der. Gut, der Kaktus ist auch tot. Gut, ich glaube, jetzt haben wir den Guard. Einfach auf Stück eingenommen. Schön. Jawohl. Bam, 4 Kills gemacht oder 3. Pylonanschlag. Da drüben stehen sie alle. Pisser. Oh, 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 oh. Wie der. So. Oh nein, oh nein. Okay. Das war leider zu spät reagiert. Ja, warte, ich hol dich. Ja, der ist weggegangen. Mit E kannst du abhüpfen, ne? Wenn mit Zeit. Ich finde, der sieht irgendwie auch cool aus, so vom Aussehen her. Gefällt mir. Green. Yo, das Tackling war King. Und noch der Wicht kommt. Oh, schade, er hat nicht getroffen. Das wäre jetzt richtig geil gewesen. Der Wicht jetzt auch noch getroffen hätte, dann wäre es cheatermäßig gewesen. Jo, und ich habe ihn noch weggeholt. Und der Splitterschuss wieder von der Seite. Ey, der Typ ballert mich aber auch nur von der Seite an, ne? Immer wenn ich gegen jemand anders kämpfe, kommt der auf einmal aus irgendeinem Eck und ballert mich weg. Wo ist der TP? Rechts oder links? Rechts. Ich kann Hilfe gebrauchen. Jo. Ich tackle jetzt noch einmal links, weil da ist nämlich dieser Scheiß. Nö, wenn ich in Nähe des Leopard komme, bin ich tot. Ja, das Problem ist, ich war hier die ganze Zeit weggerüstet von diesem scheiß neuen Splitterschuss-Kaktus. Ich glaube, wir haben ihn eingenommen. Ja. Läuft. Was war das? Warte, warte, schon wieder dieser Splitterschuss-Kaktus. Was für ein Level so hat dieser ein Typ? Hurensohn, Alter. 46. So ein Hurensohn. Gambit da in der Ecke. Okay, Leute, ich glaube, ich muss mir echt mal langsam schauen, dass ich die Upgrades für diesen scheiß Kaktus bekomme. Und dann nehme ich noch mal eine Runde mit dem auf, weil der muss ja richtig OP sein. So, wie der Typ mich wegräumt. Komm, ich tackle jetzt einfach die Rampe hoch. Ich muss einnehmen. Der Rest ist egal, Hauptsache einnehmen. Komm schon, dieser scheiß Splitterschuss-Kaktus, der kriegt von mir noch ein Wicht. Der kriegt noch ein Wicht. Und der überlebt den Wicht. Er hat 140 Schaden bekommen und hat den scheiß Wicht überlebt. Wie viel Glück kann man eigentlich haben, dass der Wicht einem 140 Schaden macht und was er immer 150 Leben hat. Alter, ich brauche Hilfe. Stärkung. Ja, ich habe ganz schön da hochgetackelt. Das sind aber 5 Leute, die mich instant weggeholt haben. Dafür ist keiner im Garten, weil es jetzt alle zum TP rennen. Das ist auch dumm von ihnen. Der TP ist down. Hm. Ich bin noch down. What? Wie viele Kills habe ich gerade gemacht? 4. 4 Stück mit einem scheiß Tackling. Na, geht doch. Ja, aber läuft. Ich habe 34 Kills einfach schon die Runde. Das ist so eine üble Killrunde. Komm schon, ich brauche den Teleporter wieder. Yes. Oder ich versuche mal noch mal kurz die Rampe einfach hoch zu tackeln mit einer kleinen Armee, damit wir einfach das Einnehmen schon mal anfangen, weil sonst kriegen wir, glaube ich, zeitlich Probleme, wenn wir jetzt nicht langsam das Einnehmen anfangen. Alter. Nein, du platzierst jetzt hier keinen Unheilspilz. Doch, tut er. Aber er ist zum Glück hinter mir in die Luft geflogen. Jo, was habe ich jetzt wieder geholt?
Splitterschuss, hier ran! Alter, der Typ überlebt einfach jedes fucking Tackling und der holt einfach jeden fucking Spieler weg. Der steht nur im Garten rum und sniped. Alle weg, auf der Distanz. Quickscopes. Ja, der gibt einfach nur Headshots irgendwie. So viel Damage wieder macht. Im Nahkampf. Kannst du nicht aimen. Wenn ich einen Meter vor dir stehe. Na, drückst halt einfach auf das linke Maustaste. Ja, aber der trifft ja nur Headshots. Na, trifft halt gut. Du kannst aber ohne Aiming nicht nur Headshots geben. Das heißt, der muss Quickscope. Und ich habe schon wieder mit dem Tackling Sprint irgendwas gekillt. Aber es hat leider nicht gereicht. Oh, oh, unser Team ist die... Rein. Rein. Tot. Ja, komm, es ist noch einer drin. Jetzt rennt gleich der nächste rein. Komm schon, renn doch rein, der bleibt davor stehen. Er bleibt da, der hat's geschafft. Ohne Mist, der stand jetzt 2 Sekunden direkt vorbringen und ist stehen geblieben. Der hat's geschafft. Und ich war direkt hinter ihm. Das heißt, wenn der rein wäre, wäre ich auch rein und ich hätte 200 Leben wieder gehabt. Boah, solche Idioten einfach nur. Tim. So ein scheiß Päckchen kriegt ihr jetzt auch noch, ihr Pisser. So, ein Teil noch für den scheiß Gifttyp. Ja, der Kakte kann mehr Schüsse fassen. Okay, das heißt, mein Magazin ist jetzt auch noch größer, damit sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao und lernt, ciao, in den Garten zu laufen.